Alles klar, weiter geht's. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr Richtung Game. Davor habe ich jetzt erstmal noch eine Änderung vorgenommen, und zwar habe ich statt dem Host nehme ich jetzt diesen Linux Tux, den kennt man ja, diesen komischen Pinguin. Den habe ich mir runtergeladen, habe ihn als Bild eingefügt, habe den Texturpfad geändert und jetzt müssten wir, wenn wir das Ganze starten, eigentlich hier einen tollen Pinguin haben. So, der steht hier auf dem Boden. Und bevor wir jetzt hier anfangen mit einem Game oder sowas, müssen wir erstmal verstehen, wie das ganze Koordinatensystem funktioniert. Und zwar funktioniert es ein bisschen anders. Und zwar, wenn wir in SFML irgendwo die Origin angeben, 0, 0 ist bei unserem Window hier oben links. Und hier unten rechts ist dann 800 mal 600. So, das müssen wir auf alle Fälle sozusagen immer im Kopf behalten. Und da ist zum Beispiel jetzt hier auch 10% von, also deswegen sind wir jetzt von oben 90% runtergegangen und haben den Boden dahin gesetzt. Und deswegen müssen wir dann auch sozusagen beachten, wenn der Vogel hier nachher runterfällt, dass er sozusagen hochfliegt. Also wenn wir es dann umrechnen. Also mit dem im Kopf, ich muss das mal hier rüberpacken, mit dem im Kopf fangen wir mal an. Wir wollen erstmal, dass jedes Mal bei jedem Tick, wenn der Tux über dem Boden ist, soll er runterfliegen. Und zwar jedes Mal das gleiche Stückchen. Also if, Klammer auf, player.getPosition.y. So, auf diese Position, von dieser Position müssen wir natürlich, ich lasse das jetzt einfach mal offen, das Programm. Scheiße. Von dieser Position müssen wir, also wenn wir jetzt seine Position bekommen, dann bekommen wir sein Origin. Sein Origin liegt ja in der Mitte, also hier. So, wenn wir jetzt seine Position haben wollen, wie weit er denn vom Ground entfernt ist, müssen wir natürlich seinen Fuß haben. Deswegen müssen wir die Hälfte seiner Größe abziehen. Also, if player.getPosition.y. Dann minus player.getSize.y geteilt durch 2. Das packe ich immer schön gerne in Klammern. Wenn das alles größer ist als ground.getPosition, so, das bedeutet nichts anderes, als dass der Tux sich über dem Boden befindet. Mit dieser Bedingung haben wir das. So, dann machen wir player.setPosition. Wir belassen ihn bei seiner X-Position, getPositionX, dann nee, getPosition.x, die schreiben wir einfach zurück. Und ansonsten holen wir uns seine Y-Position und tun was draufrechnen, weil ich habe gesagt, er muss sozusagen hochfliegen. Dann machen wir uns hier einfach einen konstanten Integer, FallRate, und die setzen wir auf 2. Plus FallRate. So, also dann müssen wir hier natürlich noch die Y machen. So, also jedes Mal, wenn der Tux sich über dem Boden befindet, soll er runterfallen. So, dann genau. Und der hört ja dann auch auf, runterzufallen, wenn er auf dem Boden ist. Deswegen nehmen wir jetzt diesen Tux, setzen ihm am Anfang unseres Spiels auf Ground, nee, da setzen wir ihn auf window.getSize.y mal 0.5f. Damit setzen wir ihn in die Mitte und jetzt schauen wir mal, was passiert. Gar nichts. Das ist scheiße. Warum nicht?
muss. So, er fällt runter. Und genau. Dann müssen wir nicht Set Position. Und hier müssen wir natürlich dann wieder im Auge behalten, dass unser Origin in der Mitte liegt. Und daher müssen wir dann müssen wir das natürlich plus rechnen. So. Ja, wunderbar. So, ja. Das ist wirklich dieser Mist mit dem, dass man das ständig umrechnen muss. Naja, jetzt funktioniert es auf alle Fälle. Er fällt runter. Das ist doch schon mal top. Und wir können den Fallspeed auch sozusagen anpassen. So, jetzt fällt er schneller runter. So, und jetzt machen wir das Gleiche mit dem... Also eigentlich wäre es ja jetzt cool, wenn wir den Tuck sozusagen springen lassen könnten. Und damit könnte man eine Sache machen. Wir geben dem Ding eine Velocity, also eine Beschleunigung. Und wenn man sozusagen hochspringt, dann tut die Schwerkraft jedes Mal wieder was abziehen von der Velocity. Und dann irgendwann fällt er und er fällt immer schneller, bis der Boden kommt und seine Velocity auf 0 setzt. Also, wir können das dann, wenn wir das jetzt umändern, kleiner gleich. Warte, was war es jetzt davor? Genau, kleiner. Jetzt müssen wir, wenn es größer gleich Ground ist, dann müssen wir seine Velocity auf 0 setzen. Player. So. So, wir brauchen jetzt natürlich noch einen Integer, einen Float. Velocity ist gleich 0.f. So. Und das ist sozusagen, das ersetzt die Fall Rate. Dann gehen wir wieder in unser Update. Dann machen wir hier Velocity ist gleich 0.f. Also wenn er auf den Boden aufschlägt, hat er eine Velocity von 0. Macht Sinn. Es geht hier nur um die Velocity von oben nach unten. Jetzt. Also, und dann geben wir sozusagen if. So, das ist ein Gameplay-Element. So, und jetzt können wir hier einfach mal ein Event machen. If SF Keyboard. Is key pressed sf key. Oh man. Key. So. Was nehmen wir denn als Spiel Space? Wenn die Leertaste gedrückt wird. Dann möchten wir das und wir wollen natürlich nicht, dass er Doppelsprünge machen kann. Und Velocity ist kleiner gleich 0.1. Ein bisschen Error Margin lassen wir ihm mal drin. Also man kann nur hochspringen, wenn man schon auf dem Boden ist, weil sonst könnte man Doppelsprünge in der Luft machen und dann könnte man sich ja über jedes Hindernis einfach so hinwegsetzen. Das wäre natürlich kacke, das tun wir gleich mal ausbremsen und deswegen. Und dann machen wir Velocity plus ist gleich, was kriegt er denn? 6. Der soll mit einer Beschleunigung von 6 Velocity pro Tick hochspringen. So, dann machen wir im Update if Velocity, beziehungsweise, ja doch, if Velocity größer, beziehungsweise, nee, wir müssen es gar nicht testen, genau,
Wir setzen es ja eh immer zurück und dann machen wir Velocity. Jedes Mal, wenn er hüpft, muss er sozusagen bei jedem Update, muss er ja weniger Velocity bekommen. Velocity minus ist gleich 0.1 oder sowas. Beziehungsweise 0.5. Das würde heißen, dass der innerhalb, wenn er 6 als Sprung bekommt, dann nach 12 Ticks fällt er dann schon wieder auf den Boden. Das ist zu wenig. Dann machen wir 1. Dann hat er 60 Ticks. Ja, vollkommen. Mach mal. Ja, machen wir 0,2. Das reicht schon. So, und dann machen wir Player.setPosition. Player.getPosition.x. Der bleibt stehen auf seinem Punkt, aber player.setPosition getPosition y, seine y-Sache ändert sich um die Velocity. So, und die Velocity wird ja dann irgendwann auf 0 gesetzt, dann ändert sich auch irgendwann sein Ding nicht mehr. So, und jetzt probieren wir die ganze Sache mal aus. Falsch rum. Oh Gott, haut da halt ab. Alles klar, ciao. Schön war's mit dir. Andersrum. Okay. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir haben natürlich wieder die Collision Detection war nicht richtig. Aber es ist geil, man kann schon mal hüpfen. Das finde ich toll. Und natürlich das Problem, von dem ich auch geredet habe. Wieso ist das Problem da, Alter? Egal. Es bewegt sich schon mal was und wir haben sozusagen schon mal so ein halbwegs spielbares Game. Jetzt müssen wir natürlich immer ein bisschen Bugfixing hier betreiben. So, warum? Warum kann ich einen Input machen? If Velocity. Ja, wow. Warte. 0.1. 0.1. Ah, das ist natürlich jetzt natürlich scheiße. Größer als das muss natürlich kleiner als 0 sein, aber es darf auch es man, der hat ja auch, also er ist ja dann oben, bleibt er, hat er kurz keine Beschleunigung, und wir müssen dann sozusagen testen, ob der Player am Boden ist, ne? Player.getPosition.y. Was war es jetzt? Dann machen wir das wieder sozusagen, dann kriegen so. Ganz ehrlich, so, das ist der Check, ob er auf dem Boden ist. Den fügen wir hier mit ein. Und jetzt müsste man eigentlich auch nur springen können. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal checken, warum der da weiter hüpft. Player.setPosition, ja natürlich, dann machen wir wenn Player kleiner als Dingsbums ist, dann müssen wir natürlich auch hier einen SetPosition machen und dann müssen wir den einfach auf den Ground setzen. Ground. So, also wenn ja genau, wir setzen die Velocity auf 0 und wir setzen den Tux auch auf 0. Minus, Klammer auf, player.getPosition. GetSize.y geteilt durch 2. So, damit müsste er eigentlich sozusagen auf den Boden aufschlagen. Und, ja, wunderbar. So, wir haben einen hüpfenden Tux, das ist doch schon mal was. So, und jetzt müssen wir doch nur noch von der Seite irgendeine Kiste
die von links nach rechts, von rechts nach links fährt und der wir ausweichen müssen. So, und dann können wir da oben machen wir noch einen Counter hin. Und fertig haben wir sowas ähnliches wie Flappy Bird oder so ein Ranz, keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Aber danach haben wir unser erstes Spiel fertig. Bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen.